Alpin, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 25 Jahren erschien in den überregionalen Tageszeitungen eine Anzeige der deutschen Energiekonzerne. In dieser Anzeige wurde behauptet, Sonne, Wind und Wasser könnten nie mehr als 4% am deutschen Strommix leisten, sonst würde die gesamte Energieversorgung zusammenbrechen. Nun, im Februar diesen Jahres hatten wir bereits 60% erneuerbare Energien, ein nie dagewesener Rekord. Und das kann man gerne mal abfeiern, denn dieser Erfolg der erneuerbaren Energien ist nicht wegen der Politik dieser Bundesregierung zustande gekommen, sondern trotz der Politik der Bundesregierung. Gestern sind zwei Studien erschienen, die im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums zustande gekommen sind. Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium haben gefragt, reicht denn dieses Klimapaket aus, um die Klimaziele der deutschen Bundesregierung bis 2030 zu erreichen? Und die Antwort darauf? Ein ganz klares Nein, und zwar in der Studie, die diese beiden in Auftrag gegeben haben. Das bedeutet doch, diese Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, dieses Klimapaket deutlich in allen Sektoren nachzuschärfen. Die Bundesregierung sollte alles tun, um die erneuerbaren Energien entschieden auszubauen. Denn wir brauchen gerade, wenn wir Klimaschutz machen wollen und Kohleausstieg machen wollen, entschiedenen Ausbau der erneuerbaren Energien. Doch die Energiewende in Deutschland befindet sich in einer Krise. In den letzten 3 Jahren haben wir 40.000 Arbeitsplätze in der Windkraft verloren. Wir haben bereits 2012 70.000 Arbeitsplätze in der Solarenergie verloren. Und Grund dafür ist eine verfehlte und zu mutlose Energiepolitik dieser deutschen Bundesregierung, die, wenn es so weitergeht, weitere Arbeitsplätze gefährdet und die Wertschöpfung in ganzen Regionen gefährdet. Und das können wir nicht hinnehmen. Neben dem Wind ist die Sonnenenergie eine zentrale Säule dieser Energiewende. Immer mehr Menschen parken sich Solaranlagen auf ihre Dächer. Sie speisen erneuerbaren Strom ins Stromnetz ein. Sie bekommen dafür Geld ausgezahlt. Das ist die sogenannte Einspeisevergütung. Und vor allem Betreiber von Kleinanlagen, also Menschen, die auf ihren Dächern solche Solaranlagen installieren, bekommen diese Einspeisevergütung. 2012 hat man sich dann gesagt, okay, wir machen für diese Einspeisevergütung einen Deckel. Ab 52 Gigawatt installierter Leistung in der Solarindustrie deckeln wir Solarenergie, deckeln wir den Ausbau der Solarkraft. Diese Zahl ist rein willkürlich, und das Problem ist, das Potenzial für die Solarenergie in Deutschland ist mindestens 4-mal so hoch. Nutzen wir dieses Potenzial. Die Solarenergie ist die akzeptierteste Energie, die wir hier in Deutschland haben. Der Grund war damals, man behauptete, man wolle Kosten sparen. Wenn man sich nun aktuelle Studien anschaut, so kann man dort sehen, seit 2011 haben durch sinkende Preise, haben durch technische Innovation die erneuerbaren Energien, hat der Ökostrom 70 Milliarden Euro insgesamt eingespart, hat 70 Milliarden Euro die Bundesrepublik Deutschland weniger gekostet. Man hätte mit diesem Geld die Strompreise deutlich senken können und auch so für mehr Akzeptanz sorgen können. Nur die Problematik ist, diese Einsparungen sind nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen, sondern sie sind zum Teil von den Energiekonzernen abgegriffen worden. Zum Teil sind sie auch durch überbordende Ausnahmen für energieintensive Konzerne aufgewendet worden. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher haben nicht davon profitiert, sondern Industrie und Großkonzerne. Das heißt, nicht die erneuerbaren Energien sind die wirklichen Preistreiber in der Energiewende, sondern diese verfehlte Politik der Bundesregierung. Da müssen wir ran. Der Ausbaudeckel wird nun in diesem Jahr erreicht werden. Und es gibt zahlreiche Brandbriefe. Es gibt Brandbriefe von der Wirtschaft, von Vereinen, Verbänden, aus der Industrie und auch von den Gewerkschaften. Alle sagen sie, der PV-Deckel muss sofort weg. Und genau das ist richtig. Und es war auch richtig, dass CDU und SPD im Klimapaket im letzten Jahr vereinbart haben, den PV-Deckel abzuschaffen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und es würde eigentlich auch ganz einfach gehen. Aber die CDU sagt nun, okay, wir würden den PV-Deckel ja schon abschaffen, aber dafür brauchen wir dann neue Abstände bei der Windkraft. Das bedeutet, die CDU erpresst die Energiewende mit der Forderung,
okay, wir hören auf, die Sonnenenergie zu blockieren, wenn ihr anfangt, die Windkraft auszubremsen. Und das ist ein absurder, komplett falscher Weg. Und wenn irgendjemand mal gesagt hat, die CDU hätte Wirtschaftskompetenz, im Angesicht der Herausforderungen der Klimakrise versagt sie. Sie versagt bei der Energiewende. Sie hat keine Wirtschaftskompetenz, sondern betreibt eine kopflose, verheerende Politik. Wir als Linke sagen, die Solarbranche braucht Planungssicherheit. Menschen, die vielleicht jetzt beim Hausneubau überlegen, packen wir eine Solaranlage aufs Dach oder lassen wir das, die brauchen Planungssicherheit, die müssen wissen, was ist. Und auch Vermieterinnen und Vermieter, die sagen, wir wollen Mieterinnen in unserem Haus ermöglichen, Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, über sogenannten Mieterinnenstrom. Auch die brauchen Planungssicherheit. Deswegen sagen wir als Linke, wir wollen den PV-Deckel abschaffen, und zwar nicht irgendwann in diesem Jahr, sondern jetzt, denn wir brauchen diese Planungssicherheit. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, und wir müssen die Energiewende sozial gerecht und demokratisch gestalten, denn das schafft Akzeptanz, nicht diese falsche Politik. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Müller.